Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metaphor Refantasio mit mir, DF. Und ich sehe gerade, das habe ich beim letzten Mal entweder übersehen oder bin dämlich. Hier gibt es gewisse Dinge, Apokalypse, okay, die man, also hier so Punkte, mit denen man anscheinend interagieren kann. Ich interagiere erstmal mit der Katze. Ich glaube, ich habe das schon gemacht. Die heißt einfach Katze. Gut. War ein sauberes Film. Wie er wohl pflegt. Oder es. Also du bist Igor. Ich habe Persona gespielt. 5. Nicht wirklich weit. Ich meine, in 60 Folgen. Nee. Bin nicht übertreiben, aber schon ein paar Folgen drin, aber nicht wirklich viel. Wenn man bedenkt, dass das Spiel irgendwie über 100 Stunden geht. Archetyp Taktikhandbuch. Also das ist wahrscheinlich sehr viel zu lesen. Ich mach mal bei mir selbst die Musik ein bisschen leiser, weil die doch ein bisschen überschwellig ist. Hier ist scheinbar ein Buch über Taktiken der Archetypen. Archetypen entwickeln ihr Potenzial nicht nur aufgrund der individuellen Stärke, auch Angriff und Unterstützung, Erholung sowie Fertigkeiten und Formationen der Verbündeten sind wichtig. Wir müssen Informationen gesammelt werden, aber man muss auch mutig genug sein, um Verbündete hin und wieder in einer Formation zu spezialisieren. Tipps für Formationen. Bei der Zusammenstellung deiner Gruppe und der Auswahl von Archetypen solltest du auf ein Gleichgewicht zwischen Angriffs-, Wiederherstellungs- und Unterstützungsfertigkeiten achten. Wenn du bereits über Informationen zu Gegnern verfügst, kannst du die Archetypen so auswählen, dass du gegnerische Schwachpunkte ausnutzen und Gegenmaßnahmen ergreifen kannst. Entwickle deine Archetypen strategisch weiter. Ich weiß nicht, was ich da für ein Wort sagen wollte, damit du ganz verschiedene Kampfstrategien einsetzen kannst. Okay. Welches Buch soll ich. Ach, Mann, ich dachte, Scheiße, die waren dann. Alles wäre nur ein Buch. Feindliche Verstärkung. Denke daran, dass der Feind auch als Gruppe angreifen kann. Wenn man blind in eine stabile Gegnergruppe rauscht, reicht keine noch so große Menge an Lebenskraft. Nachdem ein Top-Kampf beendet wurde, können nahe Gegner als Verstärkung erscheinen und den Kampf fortsetzen. Also wie in Shin Megami Tensei 5, wo wenn du sehr viele Gegner um dich hast und du gehst in einen Kampf rein, hast die Gegner platt, dann geht der Kampf einfach weiter mit der nächsten Gegnergruppe. Das kann passieren. Waffen führen. Die kanalisierte Macht eines Archetypen hat großen Einfluss auf die Eigenschaften der angelegten Ausrüstung und der geführten Waffen. Agilität und Angriffsreichweite unterscheiden sich je nach verwendeter Waffe. Es empfiehlt sich, die Eigenschaften jedes Archetyps und der Ausrüstungsteile zu kennen. In Dungeons hängt die Angriffsmethode des Protagonisten von seiner Waffe ab und kann durch Wechsel des geführten Archetyps geändert werden. Okay. Unterschiedliche Archetypen ändern die für dich verfügbaren Aktionen, wie die Angriffsreichweite des Protagonisten. Behalte das beim Auswählen des Archetypen für den Protagonisten im Hinterkopf. Ich denke mal, mit Magie, wenn ich einen Stab verwende oder sowas, kann ich weiter angreifen. Nicht jetzt. War, glaube ich, alles auf der Seite. Ich weiß, das ist eine Leiter und mit der kann ich wahrscheinlich interagieren. Was heißt wahrscheinlich, mit der kann ich interagieren? Hier ist noch ein Ding. Hier ist auch ein Ding. Hallo. Mystische Schriftrollen. Auf der Schriftrolle sieht man Umrisse und eine Sprache, die mir noch nie begegnet ist. Scheint sich um eine Art Formel zu handeln. Oben drüber steht die Königsmagie. Das ist eine Formel für einen Zauberspruch. Wenn Magier einen komplexen Spruch planen, zeichnen sie die Formel vorher auf. Warte mal, also das heißt, der König selbst hat das erschaffen? Warum befindet sich so etwas überhaupt hier? Keine Ahnung, vielleicht hat mich der letzte König aus komplizierteren Gründen hier eingesperrt, als mir klar war. Ich denke, es wird eine Weile dauern, das zu entziffern. Das meiste davon wurde in einer Schrift erstellt, die ich noch nie gesehen habe. Es wäre aber noch was, sieh doch mal ganz am Ende der Schriftrolle. Das sieht aus wie der Sucher. Diese Zeichnung. Das ist wohl nur eine Illustration, aber sieht nicht irgendwie aus wie der Sucher-Archetyp? Ja. Ja. So hat das Bild einen Titel. Komisch, aus den ganzen Dokumenten kann ich auf Anhieb nur diesen einen Abschnitt lesen. Das, okay. Da steht DF. Das ist wahrscheinlich ein Name, das ist sogar ziemlich eindeutig, obwohl ich nicht sagen kann, warum ich das annehme. Also der Typ bin ich. Oder was? Der Name einer Person. Das ist alles einfach nur mysteriös. Jetzt bin ich doch neugierig, was da wirklich steht. Adieu. Wenn du etwas Neues erfährst, sag mir bitte Bescheid. Wenn dir noch irgendwas einfällt, schau am besten noch einmal in die Schriftrolle. Okay. Ja, ich kann noch mit Galika reden.
Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Ich wette, jene, die du hast, gibt es hier auch. Was meinst du? Hier ist so ein Modell. Ich hätte Ding gesagt, aber da steht Modell. Oh ja? Ist richtig, ist das ein Spielzeug? Vielleicht ist es dafür etwas zu groß. Das ist ein Himmelsglobus, der Bewegung der Sterne darstellt. Die Astronomie wird oft mit dem Studium der Magie gleichgesetzt. In unseren Zeiten führt das dazu, dass beide Felder unterdrückt werden. Ja, mal schade. Okay. Massive Statue. Damit kann ich interagieren. Ich wollte schon auch damit interagieren, weil die sieht interessant aus. Ich frage mich, ob sie für die Archetypen steht. Sie könnte auch eine Verschmelzung aller Stimme darstellen. Okay, kann ich hier irgendwie was mit dem Globus machen? Ja, mit Moiren. Truppentaktikhandbuch. Welches Buch soll ich lesen? Ach du Scheiße. Ich weiß, das ist eigentlich nur Tutorial, aber lass mal lesen. Verbündete die Aktion zu überlassen und sich selbst dabei angreifbar zu machen, scheint zunächst aussichtslos zu sein, aber die Strategie eröffnet mehrere Möglichkeiten. Um eine Aktion zu denken, ist es klug, verschiedene Situationen im Blick zu haben. Reihenfolge der Aktion, Vorteile gegenüber Gegner, Verfassung der Verbündeten. Die passende Aktion gibt die Kontrolle an den nächsten Charakter weiter, wobei nur die Hälfte eines Aktionssymbols verbraucht wird. Ja, in Shin Megami Tensei ist es genauso. Müsste ich mir diese Fertigkeiten des aktuellen Charakters nicht gegen den Gegner wirksam sind oder wenn du in du einem anderen Charakter mit Regenerationsmagie eine weitere Aktion geben möchtest. Und wenn ich Shin Megami Tensei sage, meine ich 5. Also Shin Megami Tensei 5. Verteidigen. Ein einfaches Anstürmen wird für einen Sieg womöglich nicht ausreichen. Manchmal wird es auch nötig sein, die Abwehr für einen bevorstehenden Gegnerangriff zu stärken. Drücke B zur Verteidigung, was ein Aktionssymbol verbraucht. Durch Verteidigung wird der erlittene Schaden deines Charakters deutlich reduziert und verhindert, dass ein Schwachpunkt ausgenutzt werden kann. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Runden des Gegners nicht. Formationen. Der Abstand, den du zum Gegner einhältst, hat einen großen Einfluss im Kampf. Ein echter Taktiker wird die Formation der Verbündeten entsprechend der Situation anpassen. Im Truppkämpfen kann sich die Formation deiner Verbündeten je nach Position auf den Schaden auswirken, den sie sowohl wirken als auch erleiden. Verbündete in den vorderen Reihen verursachen erhöhten Nahkampfangriffsschaden, die in der hinteren Reihe verursachen weniger Nahkampfangriffsschaden, erleiden aber auch weniger Schaden. Lege deine Formation während des Kampfes fest, indem du mit Bewegungstasten nach oben, nach unten deine Gruppenmitglieder zwischen den Reihen verschiebst. Negierte Angriffe. Wenn du nicht angreifen kannst, wird der Gegner schnell die Oberhand gewinnen. Du darfst unbekannte Gegner mit höchster Vorsicht angreifen. Für gewöhnlich verbrauchen eine Aktion, ein Aktionssymbol, abhängig von dem Resultat der Aktion kann der Verbrauch allerdings variieren. Okay. Wenn ein Angriff neutralisiert wird oder der Gegner ausweicht, wird die Anzahl der verbrauchten Aktionssymbole verdoppelt. Wenn die Angriffe reflektiert oder absorbiert werden, gehen alle Aktionssymbole verloren und die Runde wird beendet. Das ist sicher wie die Pest. Ist aber auch genau wie in Shin Megami Tensei 5. Statusveränderung. Manche Monster verursachen dauerhaft Beeinträchtigungen, die Statusveränderungen genannt werden. Es ist natürlich klug, ihre Eigenschaften zu kennen, aber noch besser ist es, Mittel zu haben, um eine Handumdrehen Abhilfe schaffen zu können. Es gibt zwei Arten von Statusveränderungen, physische und mentale Statusveränderungen. Es ist möglich, gleichzeitig von beiden Arten betroffen zu sein, okay. Physische Statusveränderungen bleiben sogar nach dem Kampf bestehen. Mentale Statusveränderungen werden nach dem Kampfende automatisch geheilt. Physisch ist zum Beispiel sowas wie Vergiften oder Brennen oder sowas und mental ist Verwirrung. Mir wird es erklärt. Gift beim Abschluss einer Aktion werden TP verbraucht. Physische Statusveränderung. Lähmung. Hohe Chance, dass eine Aktion nach dem Auswählen nicht ausgeführt wird. Krankheit ist immer noch physisch. Stärke, Magie, Ausdauer, Agilität und Glück werden deutlich reduziert. TP und MP-Wiederherstellungseffekte werden außerdem neutralisiert. Die Wiederherstellung beträgt 0. Immer noch physisch. Fluch. Die Hälfte jedes verursachten Schadens wird auch selbst erlitten. In diesem Fall wird außerdem die Finsternisaffinität deutlich reduziert. Außerdem steigt die Anfälligkeit gegenüber Statusveränderungen deutlich an. Verbrennung. Nach einem gegnerischen Angriff erleidet der Charakter zusätzlichen Schaden. Der Angriffsschaden, also Erfrierung, der Angriffsschaden wird deutlich reduziert. Metallische Statusveränderung. Da gibt es auch 4 Seiten von. Schön. Benommenheit. Die Trefferrate für einen Angriff wird deutlich reduziert. Also, das ist Verwirrung. Talisman, der Charakter handelt eigenmächtig und greift Verbündete automatisch an oder hilft Gegnern. Also das, wenn
Ja, das ist sowas wie Charme in Persona. Persona, ja auch. Aber ich meine eigentlich Shimigami Tensei. Vergesst und verhindert den Einsatz von Archetypenfertigkeiten. Schlafcharakter kann nicht agieren und alle erlittenen physischen Treffer sind immer kritisch. Raserei hat höhere Angriffskraft und durch Gegner erlittenen Schaden steckt jedoch ebenfalls. Alle Aktionen werden normalen Waffen angriffen, ja. Angst! Das sieht aus wie der Schrei von. Habe ich vergessen, wie der Künstler heißt, aber der Schrei, das ist ja ein bekanntes Gemälde. Also man wird es ja hoffentlich kennen. Hoffentlich. Statusveränderungen nur bei Verbündeten verhindert den Einsatz von Archetypenwertigkeiten unter dem Einfluss braucht der Gegner bei Angriffen kein Aktionssymbol. Betäubung. Statusveränderungen nur bei Gegnern. Sind eine Runde lang bewegungslos. Also Angst kann nur meine Gruppe haben, Betäubung kann nur die Gegnergruppe haben. Ja, hier. Ich tue mal Start. Ich will das hier schnell durchhaben, weil ich habe aus Versehen das Falsche gedrückt. Belohnung für sicheren Sieg. Der Sieg über Gegner ist eine Quelle des Wachstums. Wachstums. Wahrscheinlich ist es angebracht, exzessive Gewalt anzuwenden, um sie auszuschalten und die Grenzen deiner Kraft zu testen. Wenn du alle Gegner besiegst, bevor sie angreifen und dir Schaden zufügen können, erhältst du am Ende des Kampfes mehr Belohnung. Nicht jetzt. Hiermit kann ich wahrscheinlich gehen. Da ist auch noch eine Tür, Leiter meine ich. Die Apokalypse. What's this? Was ist mit diesem ominösen roten Buch auf sich? Ich liege an Ketten. Das solltest du lieber nicht anfassen. Ich habe hier eine Vielzahl an Büchern aus aller Welt. Viele von ihnen sind angenehmer Lesestoff. Das doch nicht. Versteht sich von selbst, dass man es nicht ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen lesen sollte. Aber das ist wahrscheinlich für später. Ich kann oben sehen, dass da sehr viel Zeug ist. Gehen wir erst hier lang. Ja, ich kann direkt darüber. Ich muss nicht unbedingt runter. Hier ist alles verschlossen. Ich kann auch da lang. Forschungsnotizen des Heilers. Mach ich mal. Das ist verschlossen. Ich glaube nicht, dass ich darin lesen kann. Heiler, Pistolero. Cool. Leger, Schwindler. Sowas wie Dieb. Anderen Spiel. Händler, okay, Kommandanten. Was ist das? Wird mir nicht gesagt, wahrscheinlich König oder so, so wie ich das Symbol da oben deute. Was ist das hier? Archetyp Trainingshandbuch. Ah, schon wieder so viel. Archetypenwachstum. Damit ein Archetyp wachsen kann, musst du ihn gegen einen Gegner führen. Archetypen steigen im Rang auf, indem du Asche-EP erhalten. Indem sie Asche-EP erhalten. Diese werden nur den geführten Archetypen zugeteilt. Archetypenwerte. Jeder Archetyp hat seinen eigenen Satz von Parametern, ebenso wie der Benutzer. Zusammen ergeben diese Parameter die Gesamtstärke im Kampf. Jeder Archetyp verfügt über ein eigenes Parameterset. Sie werden die Parameter eines Charakters hinzugefügt, die Summe daraus bestimmt den Wert der Fähigkeiten im Kampf. Beachte, dass einige Fähigkeiten abhängig vom geführten Archetyp einen reduzierten Wert aufweisen. Okay. Fortgeschrittene Archetypen. Es gibt sogar noch mächtige Formen jedes Archetyps. Um sie zu studieren, musst du eine Verbindung zu deinen Unterstützern stärken und gewünschte Archetypen wachsen lassen. Jeder Archetyp hat mindestens eine Stärke fortgeschrittene Gestalt, die freigeschaltet und studiert werden kann. Fortgeschrittene Archetypen können nach dem Erreichen eines gewissen Rang mit einem entsprechenden Anhänger studiert werden. Um jedoch einen fortgeschrittenen Archetypen zu studieren, werden sowohl Mark als auch eine bestimmte Stufe der Basisarchetypen benötigt. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Nämlich, kann ich das hier irgendwie sehen? Oder muss ich zu Moor gehen? Gruppe? Nö. Ja, das ist nur, wie sie stehen. Fertigkeiten? Nö. Anhänger. Ein Kalender. Gibt 5 Tage, so wie es aussieht. Flammen, Wasser, Lauben, Metall und Musik. Ich habe auch gehört, dass die Tage aus dem japanischen Kalender sind oder so. Das, also die Tage heißen so im japanischen Flammen, Wasser, Lauben, Metall und Musik. Glaube ich. Was ist denn hier? Königliche Beerdigung. Das ist heute. Ende der Trauerzeit. Das ist Juni.
Was ist denn hier los? Tag der Vergebung. Monat 10. Okay, ich kann nur bis Monat 10 gehen. Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. Sehr viel lesen. Lesen. Sucher. Forschungsnotizen. Es scheint ein Forschungsdokument über den Archetyp des Suchers hier zu sein. Zeitleben lebten Helden, die sich ihren Idealen folgten, in unbekannte Lande wagten, ihre Seelenformen gemeinsam die Macht des Suchers. Es war nicht nur ein legendärer Held. In vielen Landen und Ähren trugen jene unerschrockene Geister diesen Namen, die auf dem Weg des Suchers nach ihm immer neuen Höhen suchten. Oder eben die Fortgeschrittenen des magischen Weges, den ich den Magiespürer nenne, und die Elite, die nach den tiefsten Wahrheiten der Seelen suchen, die ich den Seelenknacker nenne. Ich will den Seelenknacker haben. Der Sucherarchetyp ist also kein bestimmtes einzelnes Ding, sondern umspannt ein sequenzielles Erbe. Der Sucherarchetyp hat keine bestimmte herausragende Fertigkeit, sondern trägt die Besonderheit vieler anderer Helden in sich und kann alle Aufgaben erfüllen. Ja, er kann halt, der ist so der Allrounder, aber der kann wahrscheinlich nicht alles perfekt. Das heißt, ein Alleskönner ist in keinem Fach ein Meister. Ja. Das darf unter keinen Umständen in Vergessenheit geraten. Ich verstehe, die Nutzung ist also einfach, aber das allein reicht nicht aus. Er kann seine Macht nur in Verbindung mit starken Verbündeten wirklich entfalten. Also er kann irgendwie alles, aber auch nicht wirklich gut. Scheint ein Forschungsdokument über den Archetyp des Magiers zu sein. In alten Zeiten lebten Helden, die unablässig daran arbeiten, die Geheimnisse der Magie zu erforschen. Ihre Seelen formen gemeinsam die Macht des Magiers. Meine Stimme ging da kurz weg. Oder ihnen die Fortgeschrittenen, der nach der ultimativen Macht greift, den ich Zauberer nenne, und die Elite, die die Elemente befähigt, die ich Elementarmeister nenne. Darüber hinaus weiß man von einer weiteren Elite Gescheid, die dunkle Magie nutzt. Der Magie-Archetyp verfügt wahrlich über unvergleichliche Kontrolle über Affinitäten Magie. Aber der Weg der Magie besteht allein aus Magna und mentaler Kraft. Der Geist ist eine mächtige Waffe, aber hin und wieder muss sich der Körperkraft beugen. Oh, yeah? Heißt, er ist schwach, also hat eine schwache Verteidigung. Also ist er nicht so geeignet an Orten, an denen wir Körperkraft brauchen, aber das macht durch Magie, die das Treffen gegnerischer Schwachpunkte erleichtert. Wett. Danke, Gallica, dass du da ein bisschen hilfst, das zu sagen, was da steht. In einfacheren Worten. Es scheint ein Forschungsdokument des Archetyps des Kriegers zu sein. In alten Zeiten leben Helden, die allein nach Perfektion mit dem Schwert streben, ihre Seelenformen gemeinsam die Macht des Kriegers. Oder ihn die Fortgeschrittenen der Horden von Gegner tötet, den ich Schwertmeister nenne, und die Elite-Schüler der Klinge, den ich Samurai nenne. Der Kriegerarchetyp verfügt über eine beispiellose Macht mit dem Schwert. Keiner kann ihm bei Hiebangriffen, die er aus der ersten Reihe entfesselt, das Wasser erreichen. Mein Schwert ist letzten Endes auch nur eine Waffe. Und Waffen allein gewinnen noch keinen Kampf. Ja, also gut angreifen und verteidigen, und er kann perfekt von der ersten Reihe aus angreifen. Da er jedoch sonst kaum etwas kann, muss man ihn mit Bedacht einsetzen. Also er kriegt aufs Maul. Was haben wir denn hier noch? Ritter, Dieb. Okay, wir haben sowas wie ein Dieb. Maskentänzer, okay. Beschwörer. Gar nicht Ifrit und Bahamut und so. Berserker. Ich will gerne Bahamut haben. Für alle, die komplett keine Ahnung von Final Fantasy haben, das war eine Final Fantasy Referenz. Ich speichere mal. Ich glaube, es gibt einen einfachen Weg zu speichern. Ja, einfach nur oben auf den Digipad. Ich speichere mal. Das Blöde ist, wird nicht gesagt. Nein, nach oben. Ja, mehr Zeit ist vergangen, okay. Ich wollte gerade sagen, man kann das so schwer auseinanderhalten, weil nicht gesagt wird, welchen Tag wir heute haben. My young friend, Aufnehmen. You are truly as remarkable as I first believed. Others fated to awaken to their own power will be naturally drawn to you. To reach the lineage of power's greatest potential, you must acquire more archetypes and bring them together. Das ist der Plan. After all, a hero without allies is nothing more than a lone dissenter. To save the many, you must learn to fight with the power of many. Only a champion of the people may awaken the power of heroes, and with it, seize a future of their own making. When next you come to see me, I hope it shall be of your own volition.
Ja, ich weiß noch nicht wie. Then let your imagination conjure this place anew, as vividly as you can make it. I'm sure that will be enough to reunite us. As okay. long as you walk your path, I shall faithfully watch over you. May we meet again. Wie öffne ich denn das Buch? Gibt es da eine Taste für, oder? Und wir sind wieder da. Where are we? In der Mine, wo wir vorher waren. You two are right there. Looked as if you were in some kind of trance. Trance? Wait. Have we been here this whole time? It was strange. As if I felt something in the air. Hat geleuchtet, das finde ich lustig. My senses sharpened near tenfold. It reminded me of my old days studying magic. What? So that wasn't a dream. Grius, that's probably his power. Die Kraft von Heinz. You studied back at the Sanctum, right? I know you couldn't get the hang of it then, but I think we might have just awakened it. Ich erklärte den beiden den Begriff Archetyp und was ich ganz allgemein darüber wusste. Awakened it? But that's... Who are you people? The truth, if you would. Look, in all honesty, we barely know any more than you do. But the short version is, well, I think you can use that power now. I think you might be right. The way it feels is, well, this is magic, eh? I'd all but given up on it, but fate had other plans, it seems. Enough, we must move on. There is far to go still. And lad, I follow your lead now, at least when it comes to how we use these skills in battle. Same here. Sure you will. You've clearly got a sense for this, and I'd rather make myself useful than muddle your strategies. Ich dachte, er wäre schon fertig, der Grius. Befehl und Autokampf. Jetzt kannst du im Kampf deine Verbündeten Befehle erteilen. Danke. Ich hoffe, kannst du auch rechten Stick reindrücken und nutzen, um den Autokampf zu aktivieren, der automatisch nach deinen eigenen gestellten Takten gekämpft wird. Ja, langweilig. Drücke LB und greife auf die Befehle, sich zu, um während des Kampfes die Autokampftaktiken zu ändern. Zwischen den Kämpfen findest du sie unter Taktiken im Bereich Gruppe im Hauptmenü wieder. Okay. We have 5 days until the funeral. That's precious little time, and we'd best not waste it. Ich dachte, die wäre heute. Die Beerdigung. Oder habe ich mich verguckt? Look. Ah, da ist Moore. What's up? Seht ihr denn nichts? Ich kann nichts Merkwürdiges wahrnehmen. Was redest du denn da? Das sieht ihm sonst keiner. Vielleicht sind wir die Einzigen, die zu diesem Raum können. Oh weh, alles in Ordnung. Oh, du. Pardon? Was willst du? Bei dem Anblick von dem toten Bergmann da war ich sicher, dass es einen Unfall gab. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Das war das Militär. Was haben die denn an diesem Ort hier zu schaffen? Sagen sie jetzt nicht, dass die hinter den Bergleuten her sind. Na, wie sind sie hier reingekommen? Ich bin mir sicher, dass wohl Eingang als auch Ausgang von den Soldaten verriegelt worden. Soldaten, ich habe niemanden gesehen, nur diesen käsigen Typen, der irgendwie nach General aussah. Meinen Sie Klinger? Der sollte doch da vorne am Boden liegen. Scheiße, wir haben ihn nicht getötet. Was? Er ist weg. Verdammt, wir müssen ihm nach. Das wird übel für uns, wenn er mit Verstärkung zurückkommt. No. Lass den. Ich wette, er hat keine Leute mehr übrig. Er hat geblufft, als er sagte, die Ausgänge seien versperrt. Darüber hinaus ist es ihm nicht gelungen zu erledigen. Seine Rückkehr zu Luis wird eine einzige Schande werden. Sure. Du hast recht. Lass mir ihn zumindest fürs Erste, ja schließlich auch nicht mehr zurück zum Militär, nachdem was er zu uns gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, worum es hierbei geht, weil ich bin erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, dass hier drin alle tot sind. Ich werde noch eine Weile hier sein. Wenn Sie etwas brauchen, dann wissen Sie ja Bescheid. Academia, so wird es ausgesprochen, besuchen. Manchmal treffen die Protagonisten von Gallica in Dungeons oder Städten auf Moor. Der agiere mit ihm, um dein Buch zu lesen und nach Academia zu reisen. Ja, brauche ich gerade nicht.
Stimme der Reisenden Dungeons. Drücke Select, um zu sehen, auf welcher Stufe andere Spieler waren und wie ihre Gruppenformation aussah. Sie den Dungeon abgeschlossen, den du dich gerade stellst. Das gab es in Persona auch, Persona 5. Wenn du Informationen auswählst, um sie zu überprüfen, kannst du deine eigene Gruppenformation auch der anderen Spielers anpassen. Also ich guck mal, was andere meinten. Oh, der hier meint zum Beispiel Magier, Krieger. Und der meint Krieger, Magier. Der ist ähnlich so wie ich drauf. Okay, manche machen doppelt gemoppelt. Also zwei Magier oder zwei Krieger, aber keiner will einen zweiten Sucher haben. Keiner will einen zweiten Sucher haben. Kann ich verstehen. Ich will nicht mit Maureen. Wo ist ein Händler? Da hinten, aber ich bin jetzt auch... Ah ne, ich komme da gar nicht hoch. Ich wollte irgendwas nachgucken und dann wurde ich unterbrochen und dann habe ich jetzt vergessen, was ich nachgucken wollte. Ah ja, auf dem Kalender. Ich habe mich im Tag geirrt. Ich bin dumm. Heute ist der 6. und am 11. ist erst die Beerdigung. Natrius. Er hatte nicht genug Truppen, um Ein- und Ausgang zu sichern. Diesen Bluff hätte ich von Anfang an durchschauen müssen. Es war meine Pflicht, dich und Gallica zu beschützen. Mein Urteilsvermögen ist getrübt. Das ist schon in Ordnung. Ja, das ist einer schon flügge. Jetzt muss ich mir wohl sagen lassen, was im Kampf zu tun ist. Ja, das musst du. Ich verlasse mich auf deine Kraft. Sag uns, wie wir kämpfen sollen. Wenn wir hier durch sind, sind wir fast schon auf dem Weg nach Grand Tart. Wir dürfen nicht zu spät zur königlichen Beerdigung kommen. Beeilen wir uns. Und du? Strahl? Nein, wir dürfen Klinger nicht entkommen lassen. Das wird er schon nicht. Ich weiß, dass hier jetzt nicht der richtige Augenblick für eine unnachgiebige Verfolgung ist, aber glücklich bin ich mit der Situation nicht. Unsere Mission steht gerade an allererster Stelle. Wir müssen Grand Trad, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, vor der königlichen Beerdigung erreichen. Außerdem, wenn Louis hinter allem steckt, gibt es nur eines, was ich tun muss. Er muss getötet werden. Ich werde alles tun, um das möglichst zu machen. Also zähle ich auch weiter auf dich. Du. Händler. Ich kenne diese Kerle hier schon sehr lange. Damals war die Mine noch nicht geschlossen. Deswegen halte ich das nicht aus, dass einer meiner Kumpel tot ist. Wir konnten ihm nicht helfen. Es ist nicht ihre Schuld, Bergarbeiter ist ohnehin lebensgefährlich, selbst wenn sie nicht rebellisch und illegal durchgeführt wird. Sie alle nahmen das in Kauf. Ich bin genauso schuldig, weil ich ihnen geholfen habe. Das war dann wohl die Endstation. Was soll's, ich packe heute meine Sachen zusammen, dann kann ich aber auch mit meinem Paukenschlag aufhören. Ich biete sogar meine Geheimwaren an. Ich verkaufe sogar Waffen und Rüstungen, die ich normalerweise für meinen Stammkunden zurücklege. Kaufe sie so viel sie wollen. Erstmal verkaufen. Hier, du mit was? Einfach A. Ich bin jetzt von Chemiker mit Tester 5. Wohnt einfach. Start zu drücken und dann verkaufe ich alles. Kaufen! Fermis-Salbe, eine Spezialität der Kirche St. Fermis. Halt Verbrennung bei einem Verbündeten. Ich habe 32.000, sehe ich gerade. Eisbrocken, ein magischer Stein, der Kühlung genutzt wird, zur Kühlung genutzt wird, und jetzt reflektiert, verursacht 100 Frostschaden bei einem Gegner. Guck erstmal die Waffen. Ah, die sind teuer. Wir haben ein Bronzeschwert. Wir haben einen Anderthalbhänder. Was ist das denn? Und einen heiligen Stab. Da. Ah ja, ich dachte gerade für einen Moment, dass ich 3000 habe, aber ich habe 32.000. Ja, kaufen wir das mal alles. Ein Bronzeschwert kaufen. Hier für Heinz. Anderthalbhänder kaufen für Strahl. Und heiliger Stab für Grios. Ein magischer Stab aus dem Ast eines heiligen Baums. Stark. Hieb. Ein breites Großschwert, das mit zwei Händen gehalten wird. Aber da steht Anderthalbhänder. Günstig einhändiges Schwert aus Bronze. Knochenweste. Wer will das? Die will jeder haben. Pilgermantel. Das ist sowas, was er wahrscheinlich anhat. Das sieht nicht so gut aus. Das Ausweichen wird geringer, aber...
Die Abwehr wird höher bei Kreos und bei allen anderen sowieso. Hoffe ich mal die Knochenweste. Eine Schlupfweste aus Tierknochen, die einen wilden Eindruck entstehen lässt. Alle drei zusammen. Dann du, du und du. Federhut. Ein modischer Hut mit der Vogelfeder als Dekoration. Magie plus 1. Okay. Die Kranschuhe, die Bergarbeiter tragen, Stärke plus 1. Frische Beinschienen aus Metallplatten, Ausdauer und Agilität plus 1. Ich kaufe zwei Federhüte. Einen für Heinz, einen für Krios. Und die Bergarbeiter-Handschuhe kaufe ich für Stroll. Und dann kaufe ich nochmal ein bisschen Fermis-Salbe. Oder Fermis heißt das. 10 Stück dürften ja erstmal reichen. Und weil wir noch keine Eismagie haben, würde ich erstmal auf den Eisbrocken zurück. Ah ja, ich habe glaube ich so viel Geld wegen Vorbestellung-Boni oder so ein Krempel. Ich weiß nicht, warum ich Sachen bekommen habe. Zuhören. Sie haben sich dem Autoritäten widersetzt und illegal erst abgebaut. Alle hatten damit gerechnet, dass so etwas passieren könnte. Zum Glück habe ich noch etwas von meinen Einnahmen übrig. Vielleicht baue ich mit den restlichen Kumpels ein ehrliches Geschäft auf. Zeig. Oh shit, ich hab's weggedrückt. Egal. What now? Hier, nein, das ist hier Gegenstände. Hier, ich habe sowohl altes Schwarzbrot, magisches Brot und Heldenweihrauch und Heldenfrucht bekommen. Das sind alles Sachen, die man so nicht bekommen würde, weil ich habe jemand anderes zugeguckt und der hat das nicht bekommen. Wahrscheinlich, weil er eine andere Version gekauft hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob das Vorbestellerboni ist oder weil, keine Ahnung, eine spezielle Version oder so. Uff, das wäre es fast für mich gewesen. Entschuldige, dass du damit hineingezogen wurdest. Die meisten Soldaten der Wache sind keine geistesgestörten Irren, wenn dich das tröstet. Richtig, wenn man sieht, wie sie sich entschuldigen müssen, sie einer der Guten sein. Müssen sie einer der Guten sein. Aha, deshalb hat Klinger also erwartet, dass die Geister als Köder dienen würden. Wenn man den Mann einen lassen muss, dann dass er genau weiß, wie man Rekruten auswählt. Ich bin zutiefst beschämt. Davon mal abgesehen, ihr wollt doch nicht etwa durch diese Höhlen, oder? Solltet ihr jetzt besser umkehren. Das heißt, da liegt etwas Schlimmes in der Luft. Die Gelatinos wahrscheinlich, die da drinnen herummuseln, sind nicht mehr bloß kleine Quallen. Sie sind richtig gefährlich. Ich versuche sie zu vertreiben, aber meine Klinge kam nicht richtig durch sie durch. Ich musste Feuer einsetzen oder jemanden mit Zünder um Hilfe bitten. Früher waren sie selten, jetzt sind es so viele, dass man sie vielleicht nie loshört. Und sogar ist dieser Ort eine echte Monsterhöhle. Ich sage es bloß, dass es ein langer Weg bis zum Ende des Berges ist, da kommt niemand und versehrt ihn durch. Die Beerdigung des Königs steht uns bevor, wir haben keine Zeit, um nach anderen Routen umzusehen. Wir können nicht viel mehr tun, aber wir sollten zumindest sicherstellen, dass wir etwas Magie einsetzen können. Ja, ich habe Magier dabei. Ich rede nochmal mit dir. Ich muss so nah dran immer an denen. Sag es ihnen, da drin ist es ein echtes Musternest, besonders vor diesen Gelatinos, müssen sie sich hüten. Ihr Körper ist so wabbelig, dass später nicht durch sie durchkommen, wenn sie auf ein Treffen sind, sieh ihn an, um ihn zu vertreiben. Sie. So nicht du. Bist du nicht der gestorben ist? Ich würde an ihrer Stelle nicht weitergehen. Dieser Ort fühlt sich in letzter Zeit seltsam an. Es sind nicht nur mehrere Monster als früher, es gibt auch einen gefährlichen Maklerkristall, der selbst die Viecher hypnotisiert, heißt es zumindest. Ich dachte, es wäre einfach nur Aberglaube, jedenfalls ist das nicht normal. Seien Sie auf der Hut. Hier, zack. Okay, da ist immer eine Box über den, wenn ich mit denen reden kann.